Moment, das habe ich gleich. Nein, ich hasse das. Von mir soll er 3 Dietriche oder 5 oder 10 Dietriche abbrechen, aber mach das Schloss auf. Müssen wir irgendwann wieder hierher kommen? Oh Mann. Sind 4 Erfahrungspunkte und 2 Seelen erhalten. Da ist die Treppe nach unten. Fünf Speicherstände erhalten. Und da ist gleich ein automatisch Speichern. Schlafmittel erhalten. Geheimnis. ...2800 Erfahrungspunkte und 2 Seen erhalten. Nyria erreicht Level 31 und deren Kräfte sammeln. Erhöht Angriffsstärke und Lebenspunkte. Geht aber nur bei... LOL, wie geil! Du weißt, du willst gehorchen. Es ist in dir das Verlangen. Bitte sagt mir, dass ihr das gehört habt. Was gehört, Walner? Wir haben nichts gehört. Da war wieder diese Stimme. Ich habe das Gefühl, sie irgendwoher zu kennen. Was? Spricht Vincent Vayner zu dir aus seiner Blutgasebene heraus? Oder Aisha? Das ist nicht lustig, Aska. Sind deine Wahnvorstellungen auch nicht? Keine Ahnung, was du hörst. Ich werde doch wohl nicht verrückt. Ganz ruhig, Wolner. Wir machen gerade viel durch. Da kann einem schon mal der Kopf spielen. Außerdem sind diese magischen Keller eine Brutstätte für irgendwelche Illusionen. Mach dir nicht zu viele Gedanken darüber. Ich hoffe, das stimmt. Das Letzte, was ich jetzt brauche, sind Wahnvorstellungen. Okay, mal sehen. Da rechts war schon wieder ein Gegner. Kämpfe gegen ihn. Gegen die. Klingenrunde! ...3600 Erfahrungspunkte und 3 Seen erhalten. Wie viele Seen haben wir denn jetzt schon? ...41. Da gehen noch ein paar. Aber wir speichern jetzt erstmal. Ja. Wir gehen mal nach rechts. Zwei Gegner.
Klingenrunde wieder. Oh, verfehlt. Lyria, also wirklich. Plötzlich trifft keiner mehr. Ja, was ist denn jetzt los? Geht doch. 2400 Erfahrungspunkte und 2 Seelen erhalten. Aha. Krankheitsserum erhalten. Geheimnis. Da wird es weitergehen. Ring der Hast erhalten. Geheimnis. Ring der Hast. Da. Verzieht der Ring. Plus 20 Geschwindigkeit. Das wäre auch geil. Au. Das war irgendwie klar. In der Mitte sind überall Fallen. Die ist verschlossen. Moment, das habe ich gleich. Ja. So, geschafft. Der Dietrich ist aber leider unbrauchbar geworden. Blutrune halten, Saphir halten. Geheimnis. Jetzt haben wir schon 5 Saphire, Leute. Zwei Gegner. Nein, du machst auch Blutsaugen. Klingenrunde. So viele Erfahrungspunkte und 2 Seelen erhalten. Initiative, juhu! Die anderen beiden sind mit Blut schon voll, dann lasse ich aber Wanner jetzt Blut saugen. Aber irgendwie war das gerade dumm. Egal. Hat trotzdem funktioniert. 2600 Erfahrungspunkte und 2 Seelen erhalten. Die ist verschlossen. Moment, das habe ich gleich. Komm schon, mal auf. Nein! 2! Viermal Wasser des Lebens erhalten. Geheimnis. Ich würde 3-mal Wasser des Lebens tauschen. Ich würde alle 4 tauschen. Nein, 1 möchte ich behalten. Ich würde 3 tauschen, damit ich die Truhe hier kriege. Auch mal speichern. Der sieht stärker aus. Das ist ein Tafelwächter. Er ist stark. Seid vorsichtig. Machen wir eben den Gas. So, der soll stärker sein. Mal sehen.
Hat er gerade nur 4 Punkte Schaden gemacht? Wow! 3000 Erfahrungspunkte und eine Seele erhalten. Wow, wow, wow. Und jetzt holen wir uns das Stück. Ja, gleich. Erstmal wird hier nach Geheimgängen gesucht. Piratensäbel erhalten. Geheimnis. Wir hatten aber schon mal einen Piratensäbel, also ist er wahrscheinlich schwächer. So, komm her, du Teil. Sehr gut. Ihr habt eines der Bruchstücke gefunden. Ich bringe es ins Schloss. Sprecht bezüglich seiner Wirkung mit mir, sobald ihr zurück seid. Suchen wir nach den anderen Bruchstücken. Ja. Zuflucht. Nicht jetzt. Ach komm. Muss ich jetzt wirklich den ganzen Weg wieder zurück? Speichern wir nochmal. Geht es von hier aus? Ja. Im Bossraum ging es nur nicht. So, gehen wir erstmal nach oben. Oder? Nein, wir sind sowieso fast ganz unten. Wir gehen jetzt erstmal rasten. Oh, ein kleiner Schönheitsschlaf. Mal sehen, wie voll ist die Schatzkammer? Oh, geht. Das wird später voll geil, Leute. 1738 Filar, geil. Später, wenn wir mehr Schlösser haben, kriegen wir auch mehr Einnahmen. Und wenn wir dann auch noch den Buff, die Fähigkeit für die Steuern erhöht haben, das wird auch toll. Verkaufen. So, was haben wir alles? Piratensäbel kann weg. Blutrosensamen. Handelbare. Ein falscher Saphir. Ein falscher Saphir? Ein billiges Duplikat. Das verkaufen wir, Leute. Okay. Das war's. So, dann. Ah, was haben wir denn hier? Blutnektar erhalten. 2 Heiltränke erhalten, 1 Flammentrank erhalten, 1 Speicherstein erhalten, 1 Vampirstein erhalten, 1619 Filar erhalten. Ah, jetzt, sie stehen liebe Gegenstände momentan. So, Leute, brauchen wir jetzt gerade nicht, also machen wir einfach weiter. Oder könnten wir schon brauchen, aber was anderes brauchen wir dringender. 48, Moment, das haben wir gleich. Wir haben ja noch einen Seelenstein. Einen kleinen. Irgendwo. Da. Ja. Okay, was lernen wir auf Stufe 2? Schlösser knacken und Geheimgänge finden haben wir schon auf Stufe 2. Auch Sprache lernen. Auch das haben wir schon. Und das. Okay. Das heißt, das hier wäre jetzt dann... Okay, da kriegen wir Bluttränke dann. Das wäre geil. Was ist das hier? Langfinger, Diebinnen. Fallen entschärfen wäre geil. Das wäre sogar noch besser. Steuereinnahmen oder besseres Aussagen. Wir machen die Fallen. Automatische Entschärfung, sehr gefährlicher Fallen. Fallen finden, Level 2. Sehr schön, das gefällt mir. Nun haben wir unser erstes Bruchstück. Sehr gut.
Es fehlt noch das Bruchstück aus Schloss Zaras. Es fehlt noch aus Burg Jola, Burg Horan, Schloss Raka, Burg Varis, Burg Ronom, Schloss Ardos und Schloss Farin. Da seid ihr ja. Ich habe das erste Bruchstück bereits genutzt und eine äußerst außergewöhnliche Wirkung damit erzielt. Das Ergebnis dürfte euch überraschen. Nun spann uns nicht weiter auf die Folter. Was hast du gemacht? Ich habe ein magisches Abbild von Thürik, Nyrias Heimatstadt, erschaffen. Wer? Was? Wie meinst du das? Ist das ein dummer Scherz? Kein Scherz. Ich habe eine magische Kopie Thüriks zur Zeit von Jainas Verwandlung vor eurem Schloss erschaffen, mit allen Bewohnern, die keinen Unterschied feststellen. Natürlich sind sie alle nur magische Kopien. Und wozu soll das gut sein? Gab es nichts Wichtigeres, das man mit einem Bruchstück anstellen kann? Überlegt doch mal. Ihr Vampire könnt dort noch Angelegenheiten nachholen, für die damals vielleicht keine Zeit war oder die ihr vergessen habt. Und du, Nyria, könntest deine Heimatstadt somit schon mal wiedersehen und dich vergewissern, wofür du kämpfst. Und wie ich es verstanden habe, warst du bereits vor dem Weltenwandel lange nicht mehr dort. Du kannst deine Schwester besuchen. Aber es sind nur Kopien! Ja, Kopien, die wieder zur Realität werden, wenn ihr erfolgreich seid. Außerdem kann man die Zeit nicht zurückdrehen. Du wirst nie wieder die Chance bekommen, zu dieser Zeit mit Jaina zu sprechen. Ich weiß nicht. Die Menschen in Thürik wissen nichts von ihrer Falschheit. Es ist wie bei alten Städten, die der Weltenwandel zurückbrachte. Sie leben einfach ihren Alltag und ihr seid für sie wahrscheinlich Fremde. Nun ja, vielleicht ist dieses Abbild einer Stadt nicht vollkommen nutzlos. Vielleicht liegt es nur daran, dass ich nicht da war, aber mir erscheint das vollkommen reizlos. Hätte man da nicht lieber eine Elrasburg platt machen können oder etwas in der Art? Vielleicht hebt es eure Motivation, dass die Menschen aus so mächtiger Magie bestehen, dass sie extrem echt nachgebildet sind. Sie sind verwandelbar, aussagbar und umwandelbar wie echte Menschen. Nur Steuern sind aus Thürik logischerweise nicht zu erwarten. Oho, die Bewohner sind verwandelbar? Na dann... Untersteh dich, meine Bekannten auszusagen oder in Gegenstände zu verwandeln, du Ratte! Ach, Menschen aus der Vergangenheit zu töten ist okay, aber magische Kopien zu verwandeln geht nicht. Ha! Hört auf jetzt, ihr beiden! Lasst mir das vor Ort wollen entscheiden! Hört zu. Ich weiß, dass ihr mit dieser Nutzung nicht vollends zufrieden seid. Aber für das erste Stück musste ich erstmal ein wenig die Möglichkeiten austesten. Für die anderen Dinge brauche ich weiter mehr Macht und Geschick. Also findet einfach weitere Bruchstücke. Na schön, dann sehen wir uns dieses Thürik mal an. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Falls ihr eine Auffrischung braucht, seht in die Bücherregale im zweiten Stock. Kommt zu mir, wenn ihr ein Bruchstück gefunden habt. Tja. Würde ich aber sagen, Leute, für heute ist wieder Schluss. So, denn ich nehme jetzt schon seit 4 Stunden auf. Das reicht, also fast, ich glaube, eine Viertelstunde weniger, also 3/4. Aber das reicht wieder. Wir sehen uns Thürik dann beim nächsten Mal an. Ciao.